Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma 9FF. Ich bin der Janis, mich kennt man vielleicht aus dem einen oder anderen Video. Ich bin der Janne. Janne hat hier ein nettes Auto dabei. Ihr kennt vielleicht Janne schon aus dem anderen Video von meinem Papa. Du warst ja schon mal da. Ja. Was haben deine Mitbewerber gesagt, dass du dich damit 15, 16 ins Auto gesetzt hast? Ja, erstmal waren sie, sag ich mal, nicht so überzeugt. Nicht so überzeugt, klingt gut. Aber ja, glaube ich. Ja, denn gewisse schon, Skepsis wahrscheinlich, ja, ne? Ja. Denn, aber nach dem ersten Quali ging es da, waren gleich ganz gute Quali-Ergebnisse. Mhm. Ja, glaube ich, klar. Durch Leistung überzeugen ist immer am besten, ne? Ja. Wir haben ja einen 992 Cup, den hast du mitgebracht heute. Und wir gehen jetzt mal ein bisschen rum und gucken uns den mal ein bisschen an. Vielleicht sagst du mal ein, zwei Worte zu dem Auto. Wie kommst du dazu, für die, die jetzt vielleicht das Video vorher noch nicht gesehen haben? Ich habe einfach im Urlaub mal angefangen mit Garfahren. Hat ganz viel Spaß gemacht und so haben wir weitergemacht, auch dann im Remcard. Da dann einige Erfolge eingefahren und dann letztes Jahr bin ich das erste Mal den Cup gefahren. In Deutschland, jetzt über den Winter in Middle East, in Dubai, Abu Dhabi, Bahrain. Hatte ich auch Fotos von gesehen, da hattest du ja auch unser Logo oben drauf, genau. Und dieses Jahr fahre ich wieder in Deutschland und Italien. Cool, stimmt, Imola ist wahrscheinlich das nächste, ne? Ja. Da haben wir dann ja auch nochmal ein Date. Ja, cool. Also du fährst jetzt seit einem Jahr im Prinzip. Ja. Sehr cool. Und vorher dann rein Kartrennen oder auch andere Sachen irgendwie, weiß ich nicht, hobbymäßig. Ich meine, ich kenne das ja auch. Ich bin ja auch mal ein bisschen Kartrennen, aber mehr so mit Freunden von meinem Dad gefahren. Aber meistens bleibt es dabei ja nicht. Irgendwie kommt man ja auch auf andere Sachen mit vier Rädern. Der eine oder andere hat dann ja ein Privatgelände und dann kann man auch mal ein bisschen fahren. Ich denke, das wird bei dir ja auch nicht ausgeblieben sein. Ja, also Rennen bin ich dann zwar direkt vom Kart in den Cup rein, aber dann auch auf dem Privatgelände früh angefangen mit Autofahren. Das erste Mal, da war ich 8 Jahre alt, auf dem Schoß und dann, ja, so ging es weiter. Ja, kenne ich. Habe ich da hinten so einen stehen, mit schwarzem Pullover und so Hemd. Da war das dann auch früher bei McDonald's dann immer auf dem Parkplatz. Oh, Mut, das gerade nicht hier, komm, fahr mal ein bisschen. Wie das dann halt so ist. Ja, und mit dem bist du dann jetzt im Prinzip jetzt seit letztem Jahr gefahren? Ja, genau. Wie viele Kilometer hast du damit gemacht? Kilometer, weiß ich nicht ganz genau, aber 65 Stunden. 65 Stunden, okay. Ist dann wahrscheinlich dann auch jetzt wieder Zeit für Getrieberevision, weil man sagt normalerweise 50 bis 60 Betriebsstunden, ne? Getriebe ist neu revidiert schon. Ja, klar, wenn du jetzt über 60 drüber bist, dann muss das zwischendurch gekommen sein. Cool. Ja, also sonst Auto, sagst du, bist du vertraut mit, macht Spaß, ist das Richtige? Auf jeden Fall. Das ist sehr cool. Genau, Middle East, wie ist denn da gelaufen? Insgesamt ganz gut. Wurde am Ende Zweiter in der Meisterschaft. Sehr cool. Und, ich weiß nicht ganz genau, aber ich glaube jetzt ungefähr 7 Podium von
Ja, insgesamt dann 12 Rennen. Cool. Also schon deutlich über Hälfte der Rennen auf dem Podest gestanden. Ja, also auch mega viel gelernt über den Winter. Ist auf jeden Fall besser, wie man, als wenn man gar nicht fährt. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Das ist aber nicht das gleiche Auto, wie was du in Bahrain dabei hattest. Nee, das ist vom letzten Jahr Deutschland. In Bahrain haben wir eins gemietet. Ah, okay. Und für Deutschland dieses Jahr. Und Italien gibt es dann auch ein neues. Also der soll dann quasi weg. Ja. Okay, dann gibt es wieder Ersatz. Also ihr habt gehört, falls Interesse ist für so ein Auto, gerne einfach mal melden. Ihr wisst, wo ihr jetzt eins bekommt. Ich würde sagen, wir gehen mal rum und gucken mal ein bisschen, oder? Ja. Ich stehe jetzt hier neben dem Auto. Also, wie man unschwer erkennen kann, das Auto wurde auf jeden Fall benutzt. Also, du fährst schon auf Kampf, ja? Ja, das ist im Kajakab so, ja. Ja, glaube ich. Bleibt halt nicht aus. Ne? Ist, der eine schenkt halt nicht dem anderen was, ne? Ja. Ja, schon wild. Vor allem, was ich ja auch gerade eben schon gesehen habe, die Zentralverschlüsse ist ja wie beim Carrera GT. Und da hast du im Prinzip ja rechts und links rum. Ne? Für jede Seite halt ein Zentralverschluss. Sehr cool. Und sonst hier Kappbremse. Sieht im Prinzip fast so aus wie bei dem. Nur die Sättel sind irgendwie anders. Ne? Bei dem sind die, glaube ich, Titan gefräst. Und das sieht irgendwie aus wie gegossen oder so. Sehr interessant. Sehr interessant. Aber sonst Zündung und so, wahrscheinlich ganz normal einfach. Ich bin mal so frei, oder? Geht der direkt? Nee, geht nicht. Ah, hat er wahrscheinlich einen Okay-Switch irgendwo? Einmal zwei Hebel. Ach so, ja klar, okay, dann ist es im Prinzip genauso wie hier bei dem. Hast du ganz normal, kannst du dann totschalten und dann... Ja, zum Starten dann sind ja erstmal zwei Hebel. Einmal für die Elektrik und dann die Spritpumpe und alles. Und dann kann man hier links den Motor starten. Viele Knöpfe. Aber ich sehe schon, also es ist so richtig, richtig Cup-Auto. Richtig mit Löschanlage und mit allem, was dazugehört. Ja. Was ich vorhin auch schon mal gesehen habe, Matthieu und ich haben ja vorhin schon mal geguckt, guckst da hinten rein und siehst auf den Steuergeräten Cosworth stehen, dann weißt du schon, das ist auf jeden Fall ganz schön teuer. Genauso wie die DME dahinter, die einfach verblombt ist. Also hier wird auf jeden Fall geguckt, dass hier nichts nochmal nachträglich geändert wird. Ja. Mensch, schade aber auch, ne? Wir verändern immer gerne nochmal nachträglich was. Boah, ja, da ein paar Lader drauf wäre schon echt cool. Wir verraten es auch keinem. Und mit dem Lenkrad kommst du so gut klar? Also ich bin jemand, ich fahre ganz ungern mit Lenkrädern, die unten abgeflacht sind, aber normalerweise hast du ja auch keine Lenkwinkelbegrenzung, ne? Ja, also allgemein, wir fassen immer nur so an. Wir müssen gar nicht... Du brauchst gar nicht umgreifen, überhaupt nicht. Das Maximale ist vielleicht so und dann ist es eigentlich auch perfekt. Ich liebe das, wenn du da hinten drauf guckst, hier diesen Snap-Verschluss zum Ab- und Ranmachen von dem Lenkrad. Das klingt auch immer so geil. Dieses metallische Geräusch ist so richtig satisfying. Ja. Oh, geil. Als wir wir waren PS Days letztes Jahr und hatten wir den mit dabei. Und weil die Tür die ganze Zeit lang, wir hatten die Tür rausgenommen, damit man halt gucken kann. Ja. Und dann ist uns aufgefallen, du kannst das Lenkrad ja die ganze Zeit lang abnehmen. Wieso, shit, nicht, dass es einer klaut, das ist ja echt teuer. Dann habe ich das Lenkrad abgenommen, sind wir jetzt mit dem Lenkrad da rumgelaufen. Alle dachten, wir haben ja eine Tasse im Schrank. Ja, schon sehr, sehr cool. Kannst du vielleicht auch mal, wenn du nochmal ranmachst, die Pedals nochmal benutzen? Weil die sind auch immer, das ist auch ja, ja, das stimmt. Klickgeräusch von Pedals ist immer toll. Oh. Ja. Das sind einfach die kleinen Dinge im Leben. Ne? So ein Pedal, einfach so Klick. Oh, toll. Tag hat sich schon gelohnt. Wofür ist der hier? Steht das einfach nur drin oder hast du da Feuerlöscher drunter? Oder was ist? Das ist dann für ein Gewicht, zum Beispiel ich. Ach so, natürlich, klar. Ja, verstehe ich. Ja, wegen Ausgleich, damit du nicht auf einer Seite schwerer bist als auf der anderen. Oder auch allgemein zum Beispiel in Reglement. Ich wiege jetzt zum Beispiel 65 Kilo. Ja. Und Fahrergewicht ist 85, also müssen hier noch 20 Kilo Blei hin. Okay, ich verstehe. Und darunter dann wird das festgeschraubt. Ja klar, damit es sich rumfliegt, deswegen auch nochmal extra Abdeckung und so weiter. Ja, falls Unfall, dass sich jetzt hier nicht gerade im Auto breit macht. Weil ich denke mal, so eine 20 Kilo Platte möchte man nicht irgendwo haben. Oder 5 oder was auch immer wiegen die einzelnen Platten. Käfig ist auch schon echt krass, ne? Wenn nichts doppelt und dreifach abgestützt, genauso wie da hinten mit der Hebeanlage, die komplett eingelassen ist ins Auto. Also das ist schon richtig Cup-Korosse. Ja, da schon sehr, sehr cool. Und der ist sogar verschraubt an der Stelle, sehe ich gerade. Gar nicht verschweißt. Wahrscheinlich da hinten verschweißt. Sehr cool. Carbon Fiber. Carbon Fiber.
Ja, und sonst, ich habe ja auch schon mal ein bisschen geguckt, was ich auf jeden Fall sehr wild finde, wenn man mal guckt, die Endrohre sind einfach die Originalen. Genauso wie ich habe mich drunter gelegt, Cut und Krümmer und sowas, sieht genauso aus wie beim 992 GT3. Ich meine, wir haben ja bei dem hinter uns ja gerade alles ausgebaut, weil der Biturbo kriegt. Und das ist ja anscheinend irgendwie alles wie Serie. Also zumindest der Motor. Ne? Ja. Also meine Getriebe ist weit weg von Serie, genauso wie das Auto an sich. Ich schätze mal, das ist jetzt ganz leise. Dann gibt es noch Mitte und Laut. Ist dann wahrscheinlich halt Deutschland, nicht Deutschland. Ja, ja. Obwohl eigentlich in Deutschland oder es sind 6 Wochenenden, da ist laut. Okay. Und zweimal leise. Hm. Woran legen die das fest? Einfach weil. Zum Beispiel Sachsenring ist leise, weil da. Okay. Ja, er geht einfach generell um die Strecke. Okay, genau, ich verstehe. Ja. Ich verstehe. Ja, schon sehr, sehr cool. Auch hier das Regenlicht. Ich weiß doch, als sie das bei unserem eingebaut haben. Also unserem, bei unserem Kundenauto. Unser ist es ja nicht. Da sieht echt aus wie Serie, auch wenn du mal unter dem Diffusor herfilmst, ich weiß nicht, wenn man so ein bisschen dran vorbei, dann sieht man auch ein bisschen Krümmer und Cut und so weiter. Matti so, okay, was filme ich da eigentlich? mal eine ganz andere Frage, wie lange halten eigentlich Reifen? Ein Rennen? Halbes Rennen? Kommt also, wahrscheinlich auf Strecke, Temperatur an und... Ja, meistens fahren wir die so bis 200 Kilometer höchstens. Ja. Und ja, am Rennwochenende ist der Reifensatz ein Quali, ein Rennen und danach ist er dann weg. Okay, ja, das geht ja. Ich hätte echt gedacht nach Quali und so weiter, dass jedes Mal immer wieder frische Reifen drauf, damit du halt auch immer wieder maximale Performance hast. Mhm. Aber ich denke mal, weil ja sowieso Profil im Prinzip ja null ist, weil es ein Slick ist, tut sich da jetzt nicht ganz so viel, ob der jetzt schon mal ein paar Stunden drauf hat oder nicht. Würde ich jetzt sagen, ich bin noch nicht auf Slickreifen gefahren. Toyos, ja, aber das ist jetzt halt mal ein bisschen andere Hausnummer. Was ja auch echt verrückt ist, dieser Flügel, dieser Spanhals, wie der hängt. Warte mal, ey Markus, wo haben wir den von dem GT3, den Flügel? Ich will den einmal daneben halten oder mal da drüber. Ich will wissen, wie viel größer der ist. Das interessiert mich jetzt. Bitte? Reicht ja, ist ja alles gut. So, ich habe hier mal was mitgebracht. Boah, ist doch schon ein gutes Stück. Ja, schon breiter. Ist schon ein gutes Stück breiter, ja. Aber sonst ist im Prinzip fast genauso, ne? Die sind auch am Chassis festgeschraubt, ja. Der Schwanenhals. Ist wahrscheinlich auch am besten einfach wegen Abstützung, Stabilität. Weil es ist natürlich Quatsch, wenn du jetzt irgendwo unten an relativ bewegliche Teile machst und der verändert immer die Aero während der Fahrt, ist natürlich auch wild. Einstellungen dürfen selber entschieden werden im Rennen. Ach, das ist ja cool. Da hast du ja wenigstens ein bisschen Freiheit. Ja. Könnt ihr vielleicht einmal Wollte ich gerade auch vorschlagen, weil wenn du jetzt mal guckst, alleine schon nur, was sich da getan hat über die Zeit, der Flügel ist ja viel weiter oben am Chassis verschraubt und der wird unten im Prinzip an die Aufnahmepunkte von dem Heckdeckel oder wo nur halt normalerweise dieser Rahmen aufgeschraubt wird, dran festgemacht. Ich meine, es gibt sogar bei Manta ein Kit für die 991 GT3 S und sowas, kannst du dann extra so Chassis-Mount-Flügel kaufen, damit er einfach viel steifer ist. Naja, anderes Thema. Und Einstellung hast du auch deutlich weniger Punkte, ne? Genau. So viele Verstellmöglichkeiten hast du nicht. Ja, ist schon cool. Und weißt du, Matti, warum der Swanek von oben kommt und nicht von unten? Hat einfach was damit zu tun, damit du mehr Fläche unterm Flügel regenerierst. Mhm. Ja, toll, ne? Nein, aber ist schon, meine, wenn du jetzt mal guckst hier bei dem, wie breit ist der, das ist schon... Ja. Großer Unterschied. Alleine vorne. Guck mal, vorne die Verbreiterung bei dem 991 sind vielleicht 1,5-2 cm. Ich würde sagen, das sind bestimmt 5 bis 10. Ja, gehen auch wohl auf die Verbreiterung vielleicht nochmal genauer ein. Ja, also Kappverbreiterung, ne, gibt es ja, weiß nicht, ich habe mal ja schon mal gesehen, beim 997 und sowas wird das ja gerne gemacht, weil die vom GT3 RS oder GT2 RS meistens das 10-fache kosten. Deswegen benutzt man meistens so eine Kappverbreiterung, so wie hier. Die wird im Prinzip angehalten, oben, unten, wird innen drin markiert, was vom originalen Kotflügel übersteht, wird dann weggeschnitten und dann kommt da die neue Verbreiterung drauf mit Blinkerersatz. Das ist beim 991 und beim 997 genauso und wenn ich das da sehe, beim 992 Cup natürlich genauso. Ja. Wenn man hier sehen kann, das gleiche, nur wahrscheinlich mehr ausgeschnitten, weil breiter und sitzt jetzt natürlich dementsprechend dann noch weiter oben und hier natürlich fällt dann der Blinker genauso weg.
Ja, und man sieht schon, guck mal hier, der wurde benutzt. Und auch anständig. Ja, ist schon echt verrückt, auch wenn du mal so von vorne drauf guckst auf die Autos, ne, was da schon für ein Unterschied alleine vorne mit der Schürze. Ne, die haben ja die Kühler echt wirklich beide in die Mitte gestellt, alles was geht, dann wirklich die Iro übers Auto weitergeleitet, direkt durch die Haube durch und bei dem ist auch vorne alles in der Schürze drin, hat noch außen ausgestellte Kühler und so. Da ist schon ein bisschen was passiert über die Zeit. Und fährst du gerne damit? Sagst du, war richtige Entscheidung? Ich bin bisher noch kein anderes Auto auf der Rennstrecke gefahren, aber mir gefällt es auf jeden Fall. Aber ich sag dir eins, machen Porsche kommt meistens auch nicht mehr. Ja. Also ist so mein Erfahrungswert, ich bin mal 458 Cup. Wie heißt der nochmal? Du kennst doch die Fotos von dem, den wir Straßen zugelassen haben. Nicht Trofeo, Boss. Challenge, genau, 458 Challenge. Den bin ich mal gefahren, den haben wir Straßen zugelassen. Also ist auch cool, weil Sound ist natürlich geil, halt Sauger und dann sequenziell und so, ist echt cool. Aber ich bin danach den gefahren und das ist ein ganz anderes Auto. Das fährt so viel besser, als halt deutsch, ne? Ja. Deutsche Qualität. Ja, wann hast du dein Rennen in Imola? Das ist der 19. bis 21. April. Okay, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Zwei Wochen. Sag ich ja, ein bisschen. Wir müssen uns langsam anschreiben, mit welchem Auto wir da hinfahren. Ja, ist schon sehr, 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 sehr cool. Aber ist echt unglaublich, ne? Der hat echt ganz schön gelitten, der Kollege. Ja. Aber so ist das halt, das gehört halt dazu, ne? 8 in Deutschland und dann nochmal 2 Hobbyrennen waren das. Ja. Also 8 Wochenenden, das sind dann 16 Rennen. Ja. Verrückt, echt verrückt. Sprit ist es wahrscheinlich 90 Liter, ne? Großer Tank vorne drin. Oder haben die sogar 105? Wenn dann 90. Wenn 90? Ja. Weil ich weiß, es gibt auch noch die ganz großen Tanks, die haben 105. Aber. Sollen wir der Scheibe nochmal zeigen? Bitte? Scheibe hier. Achso, ja, das ist ja typisch Rennauto. Ne? Wenn du vorne alles voll hast mit Fliegen, dann reißt du einfach nur ab und dann weiter geht's. Brauchst nicht sauber machen. Ja. Weil sauber machen hast du halt die Gefahr, dass du immer stehen hast und siehst dann halt auch schlecht. Deswegen halt immer die Abreißdinger. Oder auch wegen Steinschläge ist halt günstiger, sowas abzuziehen als eine neue Scheibe. Ja. Ja klar, das dämpft natürlich. Ne? Da sind ja mehrere Lagen aufeinander. Ja. Das ist ja auch schon echt dick. Ne? Das ist ja schon einen guten Fingernagel dick. Das sollte schon ein bisschen was abhalten. Und was ich ja super sexy finde, ist immer Mono-Wiper, ne? Mono-Wiper finde ich einfach geil. Du stehst vor dem Auto und du weißt schon so, okay, okay. Ja, und dann jetzt als nächstes kommt dann wahrscheinlich der Nachfolger von dem. Genau, ja. Stimmt, das wäre jetzt auch die nächste Frage. Haben die motortechnisch was geändert oder ist hauptsächlich das Chassis anders? Zu diesem? Ja. Da ist nichts anders. 2026 kommt ein neuer. Okay, okay. Also wahrscheinlich also Motor, Chassis im Prinzip alles identisch. Ja. Okay, dann beim neuen gibt es dann halt wieder Update. Ja. 510 PS, richtig? Genau. Ja, dann ist Motor echt im Prinzip so wie bei ihm. Mhm. Aber es ist doch gerade wieder praktisch, ne? Können wir mal aufmachen vorne? Ja. Hebeanlage nochmal. Die Kühler, ne? Kühler ist auch hier auch nochmal an den Seiten. Ja klar, die leiten dann die Luft nach hinten dann ab und dann wahrscheinlich irgendwo im Radkasten dann wieder ab, ne? Ja, ja, genau. Ah, schon cool. Also Grundfarbe war Silber, würde ich sagen. Ja. Und der hat doch hier bestimmt genauso auch so schön Schaum im Tank, oder? So ein Schaumstoff. Ah, sieht man von oben nicht, weil da ein Filter mit drin ist. Die haben nämlich normalerweise immer so Schaumstoff im Tank, damit. Da ist aber Sand oder irgendwas dazwischen, oder? Klingt so knirschig. Wir haben immer so wie so Schaumstoff oder wie so ein Schwamm halt im Tank, dass wenn du die harten Kurvenfahrten hast oder mal einen Curb knallst, dass der Sprit halt nicht so die ganze lange hin und her und anfängt zu schäumen. Das wäre natürlich Mist, weil dann saugst du natürlich nur Luft an und keinen reinen Kraftstoff und dann hast du Zündaussetzer und dann ist er kaputt.
Schon sehr cool. Klar, dann hast du hier oben die Notausschalter, ne? Mhm. Ja. Ja, einmal das Strom aus ist und einmal Feuerlöscher. Ah, lieber nicht anfassen. So eine Reinigung von so einem Innenraum ist nicht so geil. Nicht so geil. Kann man irgendwas kaputt machen im Auto? Ja, so Kleinteile wie zum Beispiel hier die Frontlippe öfters. Ja, Verschleiß gehört dazu. Ja, ja und ein paar Teile verbogen, wie zum Beispiel ja, Lenkstange oder sowas. Ja, aber das ist ja auch so, ne, da ist man mal ein bisschen härter im Kontakt und dann bleibt das halt nicht aus. Ne? Aber große Schäden bisher noch nicht. Also. Dann toi 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 immer auf Holz klopfen. Ne? Ja, das ist wahrscheinlich für, klar, das wird Innenraumbelüftung sein, ne? Ja. Ja, da wird es wahrscheinlich auch ganz schön heiß drin, weil du hast wahrscheinlich weder Klima oder. Ja. Obwohl Klima ist, glaube ich, mittlerweile Pflicht, oder? Nee, also einfach die Luft von draußen. Ja? Ja. Ich habe mal irgendwo gehört, dass Klima mittlerweile Pflicht ist, aber ich kann mich auch vertun. Nein. Nee, auch für die Rennautos, wegen also Temperatur im Auto, wegen Hitzschlag. Klima, ja. Ja, wegen Hitzschlag. Zum Beispiel GT4, die wurden noch deutlich heißer innen drin. Und da setzt dann die Klimaanlage ein, zum Beispiel in Bremsphasen. Ne? Okay. Ja, klar, weil bei Maximaldrehzahl kann hier sich ja sowieso nicht einkoppeln. Ja. Und ist dann ja auch schlecht wegen Motorleistung, weil du verlierst natürlich Leistung immer, wenn der Kompressor am Riemen arbeitet. Ja. Ist zwar geringfügig, lass mal 5-6 PS sein, aber trotzdem. Ja. Ne? Wenn es am Schluss genau dir die 5-6 PS fehlen, um das Rennen zu gewinnen, dann war es natürlich schon scheiße. Ja. Ja, cool. Ich glaube, wir sind soweit durch. Also, falls ihr so ein Auto sucht, ne, ruft uns einfach an. Wir sind da. Dann bedanke ich mich vielmals für deine Zeit. Ich wünsche dir viel Erfolg beim nächsten Rennen, aber in Imola sehen wir uns ja. Ja. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ne? Auch den netten Mann mal folgen. Hier Instagram, hier Matti, das ist dein Thema. Blend da mal unten mal was ein. Ne? Fantastisch. So, schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Ciao. 9 Video. Danke, danke Matti, einfach danke. So, herzlich willkommen. Das ist so ein Ding, ich beginne ganz oft immer ein Video mit so. Dann guckt er mal hinter der Kamera mal böse, weiß ich, okay, ich muss nochmal. Dürft ihr hier was verstellen? Ich bring dir mal eben weg, ne? Ja, genau, hier gibt es verschiedene Einstellungen, wie man den Flügel haben will. Und das dürft ihr auch entscheiden. Ja. Ich habe einen Flügel dabei. Frei. Das können wir entscheiden. Ich habe Geflügel dabei. So. Das gehört